Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Die Alternative für Deutschland hat mit ihrem Schreiben vom 30. Juni erreicht, dass die durch die Mehrheit der Regierung erwartbare Zustimmung des Haushaltsausschusses auch zu dem 11. Maßnahmepaket mit einem Volumen von immerhin 216 Millionen Euro heute noch einmal dem Landtag in Form eines Berichts vorgelegt werden muss. Dank der sicher in die Rechtsgeschichte eingehende denkwürdige Regelung im parlamentarischen Verfahren der Fraktionen CDU und Bündnis 90 Die Grünen vom 01.09.2020, übrigens bei Enthaltung von SPD, FDP und Die Linke, kann sich der Landtag auf Antrag einer Fraktion nachträglich mit dem Maßnahmenpaket befassen, was wir gerade tun. Wenn eine Fraktion für eine Maßnahme eine Abweichung von dem Beschluss des Haushaltsausschusses erreichen will, was ja ihr parlamentarisches Recht ist, muss sie nach der Abstimmung im Haushaltsausschuss einen Antrag stellen. Das ist unser dringlicher Antrag. Der Landtag kann aber die getroffenen Entscheidungen im Haushaltsausschuss nur noch bedingt revidieren. Das oben genannte Verfahren legt nämlich ausdrücklich fest, dass die Regierung alle Gelder, und dazu gehören auch diese 216 Millionen Euro, ausgeben oder anweisen kann, solange der Landtag nichts Abweichendes beschließt. Der Hessische Landtag tagte am 30.06., heute ist der 7.07.2021. Wir müssen also davon ausgehen, wir stehen bereits vor vollendeten Tatsachen. Aber zumindest beschreiten wir als AfD den einzigen uns noch offenen Weg, hier das GSZG noch einmal vorzulegen und werde es weiter tun. Wir können uns auch dieses Mal nur wundern über das Verhalten der anderen Fraktionen der Opposition, insbesondere der SPD und der FDP, die zwar in mehreren Fällen im Haushaltsausschuss den beantragten Maßnahmen der Regierung nicht zugestimmt, sie sogar abgelehnt haben, von der durch die AfD eröffneten Möglichkeit der Verlagerung der Entscheidung in den Landtag aber nicht Gebrauch machen. Sehr verehrte Damen und Herren der Opposition, Sie sind offensichtlich bereit, sich in ihren demokratischen Rechten und Pflichten einengen zu lassen, nur weil sie aus sehr durchsichtigen wahltaktischen Gründen nicht bereit sind, eine von der AfD angestoßene parlamentarische Diskussion zu führen. Wir stellen uns dagegen der Verantwortung als Parlamentarier, egal wer die Initiative ergriffen hat. Das GZSG beschränkt die Maßnahmen ausdrücklich auf die Beseitigung der direkten und indirekten Folgen der Corona-Pandemie und die Verhinderung weiterer Schäden. Da ist keine Rede von Maßnahmen zur Beseitigung der direkten und indirekten Folgen von Fehlentscheidungen der Regierung im weiteren Zusammenhang mit Corona. Ein gutes Beispiel ist die Kompensation von pandemiebedingten Förderbedarfen bei Schülerinnen und Schülern mit einem Kofinanzierungsanteil Hessens von 75,7 Millionen Euro. Trotz unserer generellen haushaltsrechtlichen Bedenken gegen das GZSG haben wir zugestimmt. Und dies trotz unserer Einschätzung, dass diese Maßnahme eben nicht mit Corona zusammenhängt, sondern mit den gravierenden Fehlentwicklungen, die der Regierung im Schulwesen zuzuschreiben sind. Kinder und Jugendliche. Herr Kollege, darf ich schon mal kurz unterbrechen, Sie und die Kolleginnen und Kollegen hier im Raum bitten, vorne, hinten, wo auch immer, etwas schweigsamer zu sein, damit der Redner auch wirklich Gehör verdient. Herr Präsident, Kinder und Jugendliche sind nicht verantwortlich zu machen für die falschen Entscheidungen der Regierung. Bei Kindern und Jugendlichen reagiert sogar die AfD sehr flexibel. Mit großer Sorge betrachten wir die geradezu lethargische Haltung und die widersprüchlichen Einschätzungen und Aussagen der Regierung zu den notwendigen Maßnahmen, damit das Desaster an unseren Schulen im Herbst nicht eine Fortführung findet. Sonst sollten wir uns gleich auf neue Forderungen aus dem GZSG in dreistelliger Millionenhöhe gefasst machen, wobei die angerichteten Schäden mit Geld nicht zu heilen sein werden. Schluss aber ist für uns bei Maßnahmen, die mit Corona im Rahmen des GZSG nicht im weitesten Sinne etwas zu tun haben.
Unsere Aufforderung der Verweigerung der Zustimmung des Landtags zu der Maßnahme für Photovoltaikanlagen und technische Gebäudeausrüstung mit 27,9 Millionen Euro ist nur ein Beispiel von vielen anderen gleichgelagerten Anträgen der Regierung, die wir im Zusammenhang mit der Begründung des GZSG und der damit eingegangenen gewaltigen zusätzlichen Verschuldung nur noch als arrogant empfinden können. Wir erwarten, dass weitere Parteien der Opposition sich unseren kritischen Anträgen bei fragwürdigen Maßnahmen der Regierung anschließen. Wir erwarten von unseren Kollegen in der Opposition ein konsistenteres Verhalten im Ausschuss und im Landtag. Danke.